Hallo ihr Lieben und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin auch Lara. Wir sind auf Summoner's Rift wieder unterwegs. Und heute gibt es einen kleinen Mini-Guide. Wieder mal. Und ich möchte euch heute etwas erzählen. Es geht um Summoner's Rift. Das Namen habt ihr schon mal heute gehört. Und das ist diese Karte. Ihr seht ja auch hier auf der Minimap. Welcome to Summoner's Rift. Und das ist quasi die Map, die ihr in diesem Spiel rauf und runter spielt. Und ich möchte euch die Sinn des Spiels erklären. Und dafür müssen wir uns kurz mal die Map anschauen auf der Minimap. Diese Karte ist gespiegelt durch den River. Also zum Beispiel dieser Punkt ist auch hier unten. Das sollte man mal wissen. Es gibt drei verschiedene Wege. Und zwar einmal die Midlane, das ist also die Mitte. Dann gibt es die Toplane, die hier oben ist. Und dann gibt es die Botlane, die hier unten ist. Und aus dieser Basis spawnen in einer Sekunde die Vasallen. Die spawnen alle 30 Sekunden und laufen dann auf diesen drei Wegen, man sagt dazu Lanes, in die Mitte und bekämpfen sich mit den anderen Minions, die hier auch aus der Basis kommen. Da sind sie, die kommen nämlich auch aus der Basis und die bekämpfen sich dann hier. Und ja, dann denkt man so, yo, was ist das Ziel des Spiels? Das Ziel des Spiels ist letztendlich, dass man den eigenen Minions hilft, die in die gegnerische Hälfte reinzupushen. Das ist natürlich etwas gefährlich, weil dann auch Gegner sein könnten. Aber ich mache das jetzt einfach mal. Ich zeige euch mal, wie das aussieht. Ihr pusht quasi die Minions hier rein, um diesen ersten Turm attackieren zu können. Das gilt auch für diesen Turm, beziehungsweise für diesen Turm. Und wenn ihr auf der roten Seite spielt, ist das genau umgekehrt. Aber der Tower tut weh. Er schießt und ihr überlebt nicht sehr lange. Ich bin jetzt schon fast tot, seht ihr. Ich habe nur noch kaum Leben. Und deshalb müsst ihr quasi helfen, eure Minions da rein zu pushen in diesen Turm. Um quasi nicht so viel Schaden zu bekommen. Jetzt kann ich mich gleich kurz heilen. Ich habe jetzt doch tatsächlich noch Ignite mitgenommen. Whatever. Euer Ziel ist es, diesen Tower hier zu snacken. Und wenn ihr das schaffen solltet, wenn ihr diesen Turm hier zerstört habt, dann könnt ihr euch an den nächsten ranmachen, an den hier. Wenn ihr den zerstört habt, könnt ihr den zerstören, dann diesen Inhibitor, wodurch eure Minions stärker werden, dann diese beiden Türme, um dann letztendlich dieses Hauptgebäude zerstören zu können. Allerdings dauert das eine Weile und die Türme halten ziemlich viel aus, gerade in den ersten 5 Minuten haben die noch extra Resistenz und alles. Und deshalb geht das Spiel manchmal auch recht lange, wenn man nicht genau weiß, wie man diese Türme einnimmt. Aber das soll es nicht vordergründig gehen. Dann möchte ich noch andere Sachen zu diesem Spiel erklären, die recht wichtig sind. Und zwar immer, wenn ihr quasi, ihr seht hier ja diesen HUD. Immer wenn ihr ein Minion stirbt, bekomme ich, hier seht ihr es, plus 60 XP, jetzt steht hier gleich wieder plus 60 XP. Und hier seht ihr diese XP-Leiste. Die steigt jedes Mal mit jedem sterbenden Minion an. Ich kann natürlich auch helfen. Und jetzt habe ich ein Level Up. Pro Level Up könnt ihr eine Fähigkeit freischalten. Ich bin jetzt Level 4. Ich habe jetzt schon die E einmal geskillt, sagt man, und die Q zweimal. Und jetzt gehe ich in die W. Da drücke ich entweder hier auf dieses Symbol oder Steuerung W geht auch. Das sind die verschiedenen Fähigkeiten. Das muss man sagen, jeder Champion hat 4 Fähigkeiten. Die Q-Fähigkeit, die W-Fähigkeit, die E-Fähigkeit und die Ultimate. Ja, die heißen wirklich QWE und R oder Ultimate. Ganz einfach, weil man die mit den Tasten QWE und R aktivieren kann. Und die sind bei jedem Champion anders. Zum Beispiel bei mir jetzt bei Ahri. Ich spiele jetzt Ahri. Die Q-Fähigkeit ist so ein Ball, der hin und zurück fliegt. Die E ist so ein Charm, wodurch dann quasi alles, was ich damit treffe, oder das Ziel, was ich damit treffe, in meine Richtung laufen muss. Und die E in so Flammen, die so ans nächste Ziel gehen. Das macht natürlich immer mehr Schaden, je mehr Punkte ihr habt. Und die Q macht momentan 65 plus 6. Wenn ich jetzt hier reingehe, 90 plus 6. Also je mehr Punkte ihr vergebt, umso stärker sind sie. Jeder Champion hat so meist eine stärkste Fähigkeit, die er quasi, also man gibt quasi, man schaltet quasi jede Fähigkeit frei, indem man erstmal überall was rein investiert, also mindestens einen Punkt. Und dann kann man alle nutzen und max dann quasi eine Fähigkeit, die so die stärkste ist. Bei Ahri ist es die Q, bei den meisten ist es die Q, aber bei manchen sind es auch andere. Und da sieht man auch schon, wie man angreifen kann. Es gibt verschiedene
Angriffsform. Es gibt einmal mit Rechtsklick den normalen Auto-Attack. Der macht jetzt hier eine 64 Schaden und hier, habt ihr gesehen, 192 macht jetzt meine Kuh zum Beispiel. Normale Angriffe machen meist Angriffsschaden und Fähigkeiten machen meist magischen Schaden. Deshalb heißt es ja auch Fähigkeitsstärke und so weiter. Aber das ist nochmal eine ganz andere Baustelle. Jetzt haben wir erstmal das hier alles erklärt. Die R, diese Fähigkeit, die kann ich nicht, noch nicht lernen. Die kann ich erst lernen, wenn ich Level 6 bin. Das bin ich auch gleich. Das ist man etwa bei Minute 5. Und jetzt kann ich auch hier die R benutzen. Ihr habt Leben, das habt ihr ja schon gesehen. Das ist diese gelbe, beziehungsweise Farbenblindmodus bei mir aktiv ist, beziehungsweise grüne Leiste. Und dann gibt es noch eine Leiste. Das ist dieses blaue. Und ich setze jetzt mal die Kuh ein und schaut mal, was mit der blauen Leiste passiert. Die geht runter. Das ist euer Mana, eure Ressource, um Fähigkeiten einzusetzen. Manche haben auch sowas anderes, Energie und was weiß ich. Und jetzt seht ihr, ich kann keine von den Fähigkeiten momentan einsetzen. Jetzt könnte ich wieder die B aktivieren. Und jetzt ist es wieder runter. Also, da könntet ihr es nicht einsetzen. Jetzt habe ich dem Turm schon ein wenig Schaden gemacht. Ja. Interessant. So. Das wäre vielleicht auch noch wichtig zu wissen. Jetzt haben wir das schon erklärt. Dann gibt es noch das hier. Jeder Champion hat auch eine passive Fähigkeit. Also etwas, was passiv geschieht. Da ist sowas wie zum Beispiel, dass deine Auto-Attacks noch magischen Schaden machen bei manchen Champions. Bei manchen Champions kann man andere Verbündete, macht man an gewissen Verbündeten, die man auswählen kann, mehr Schaden. Manche können sich verwandeln. Bei Ahri ist es einfach, wenn ich drei Fähigkeiten hintereinander, ne, zwei Fähigkeiten hintereinander auf einen Gegner treffe, dann macht der, dann bekomme ich Lauftempo. Also mehr Lauftempo. Genau. Dann haben wir das erklärt. Dann gibt es noch hier das, D und F. Das ist D und F. Das sind die Beschwörerzauber. Es gibt eine Liste von Beschwörerzaubern, die man wählen kann. Das ist Flash. Dann gibt es Exhaust. Dann gibt es Ignite. Dann gibt es Teleport. Dann gibt es Heal, Smite, Barrier, Cleanse, Ghost. Habe ich irgendwas vergessen? Ich glaube, ich habe alle genannt. Und das sind alle, die möglich sind. Und man kann empfehlen, dass ihr euch halt quasi den aussucht, den ihr haben wollt. Ich kann den mal ganz kurz zeigen. Eine Sache vielleicht noch. Fähigkeiten haben auch nicht nur Mana, die sie brauchen. Sie haben auch eine Abklingzeit. Die steht auch hier dran. Hier sind 7 Sekunden, hier sind 9 Sekunden und so weiter. Und wenn ich zum Beispiel die E einsetze und die auch mal rausgeht, habe ich jetzt hier 9 Sekunden Abklingzeit. Die Ulti hat eine sehr hohe Abklingzeit. Hier sind es 2 Minuten, ca. 120 Sekunden. Und die Beschwörerzauber haben auch eine hohe Abklingzeit. Ich kann dir mal kurz zeigen. Meine D, also der Flash, den sollte man immer, man sollte eigentlich immer Flash haben, ist das hier. Das ist ein kurzer Blink, um eine gewisse Entfernung zu überbrücken. In meinem Fall habe ich jetzt noch Ignite, wenn ich das mal zeige. Damit kann ich einen Gegner quasi anzünden für momentan irgendwie 200 Schaden oder was weiß ich. 200 echten Schaden. So. Wenn ihr jetzt, man sagt, wenn ihr Uhm seid, so nennt man das, wenn ihr keine Mana mehr habt oder keine Energie oder Low seid, dann müsst ihr folgendes machen. Ihr drückt B, bei mir ist es auf 0 gebindet, und dann portet ihr euch in die Base. Und jetzt guckt mal, was mit Mana und Leben. Gut, Leben sind voll, aber mit Mana, die laden sich sehr schnell wieder auf. Dann habt ihr euren Bison oder dieses andere komische Fieder. Da könnt ihr draufklicken und Gegenstände einkaufen. Am Anfang kauft ihr euch diese Start-Items hier. Und danach kauft ihr euch diese Items, die euch hier empfohlen werden. So, der Reihe, dann die alle. Dann die alle und so weiter. Bis ihr alle Gegenstände habt. Ich kaufe jetzt noch irgendwelchen anderen Stuff. Jedes Mal, wenn ihr Minions killt oder gegnerische Champions oder Türme einreißt oder irgendwas Geiles macht, nenne ich es jetzt einfach mal. Dann bekommt ihr Gold, wie ihr seht. Wenn ich die Minions kille, kriege ich Gold dafür. Also hier, wenn ich den hole, kriege ich Gold. Aber nur wenn ich quasi sie wirklich kille. Jetzt kriege ich es ja gerade alle mal. Das ist der gute alte Vorführeffekt. Auf jeden Fall nur wenn ihr quasi die Minions wirklich killt, also wirklich den letzten Hit macht, bekommt ihr die. Normalerweise, wenn man so dumm wie ich jetzt draufhaut, dann sollte man die nicht bekommen. Hier seht ihr, der ist jetzt gestorben und ich kriege dafür kein Gold, weil ich den nicht belastet habe, sag mal.
Das ist vielleicht auch noch ganz wichtig. Und Gold ist sehr entscheidend, weil dadurch werden eure Angriffe stärker. In dem Fall werden meine Fähigkeiten verstärkt, weil ich eine Magierin bin. In meinem Fall. Genau. Was gibt es sonst noch zu sagen? Die ultimative Fähigkeit, die habt ihr auf Level 6. Die ist auf. Und das ist bei mir der Spirit Rush. Den habe ich noch nicht gezeigt. Damit kann ich dreimal durch die Gegend springen und mache dann noch ein bisschen Schaden. Und danach seht ihr, die Abklingzeit ist dann doch recht hoch. Auch in den Beschwörerzaubern ist die recht hoch, seht ihr hier auch. Was gibt's noch? Dann gibt's hier auf der rechten Seite die Itemleiste. Da seht ihr alle Items, die ihr habt. Ich habe euch ja gezeigt, was euch empfohlen wird. Daneben habt ihr auch noch das. Das habt ihr von Anfang an, habt ihr vielleicht gesehen, müsst ihr zurückspulen. Und zwar ist es so, es gibt diesen Fog of War. Zum Beispiel die Krabbe, die kann ich jetzt nicht sehen. Obwohl sie eigentlich da ist, weil sie im Fog of War, sagt man, verschwindet. Also alles, was hier dunkel ist, kann man ja nicht sehen, was da ist. Dass hier zum Beispiel was ist, das sehe ich nur, wenn ich da bin. Aber wenn ich hier weg bin, dann verschwindet das wieder. Und dafür ist dieses gelbe Dings da. Ich sehe jetzt die Krabbe, setze hier dieses Ding und obwohl ich weggehe, sehe ich die Krabbe immer noch, bis sie quasi herausläuft. Das ist sozusagen so eine Art zusätzlicher Verbündeter, der euch quasi anzeigt, was Sache ist an diesem Ort. Zum Beispiel, wenn ihr jetzt hier seid und hier die Minions killt und schon hier am Tower dran seid, dann könnte der Gegner sagen, okay, ich komme jetzt so von hinten. Aber weil ihr schlau seid und dieses gelbe Dings da positioniert habt, das hat übrigens auch eine Ablaufzeit, seht ihr, wenn er von hinten kommt und könnt dann einfach hier irgendwie weglaufen. Das so als kleiner Tipp. Also, das ist eigentlich so das Geheimnis zum Thema Items. Items werde ich auch noch im Detail drauf gehen und dieses 0 bzw. B bei euch ist einfach nur der Backport. Den könnt ihr übrigens auch abbrechen, wenn ihr irgendwo hinklickt, irgendeine Aktion macht, außer einen Ward zu stellen, das zählt nicht. Die gelben Dinger nennt man Wards. Es gibt auch noch so rote Wards, das sind die Dinger. Die haben keine Haltbarkeit, die stehen quasi ewig, können aber zerstört werden. So, was gibt's noch? Dann gibt es hier noch so Sachen, Progression, Rune Panel und so weiter. Was ist das Ganze? Das klingt ein bisschen kompliziert, ist es eigentlich gar nicht. Das sind einfach eure Werte. Also ich habe jetzt hier zum Beispiel 73 Ability Power. Ich gehe jetzt mal in die Base, um euch zu zeigen, was das bringt. Meine Kuh macht jetzt 140 plus 26. Wir merken uns die plus 26 und die 73. Jetzt kaufe ich was ein. Jetzt haben wir hier nur 113 und hier steht jetzt eine plus 40. Also durch Items, die ihr einkauft, verstärkt ihr sozusagen eure Werte. Bei mir ist es Ability Power und das ist der Wert, der da gerade gestiegen ist, tatsächlich Ability Power. Also mit mehr Items steigert ihr diese Werte und diese Werte bestimmen letztendlich, wie stark eure Fähigkeiten ist. Mein Angriff macht zum Beispiel 76 Schaden. Das können wir mal am Minion testen. Er kriegt 80. Hier, der kriegt 81. Das ist einfach so, weil Dorans Ring 5 physische Schaden mehr an Minions macht. Deshalb ist es auch 5 mehr. Das war's eigentlich so von den Grundlagen her. Das sind die Grundlagen des Spiels. Jetzt wisst ihr, worum es in dem Spiel geht, was das hier alles ist und so. Ich werde im nächsten Video ein bisschen mehr auf so vielleicht auch Wünsche eingehen, wenn es Wünsche von der Community gibt, die man mal erklären soll. Ich sag mal, das sind so wirklich die Grundlagen, die man vielleicht auch schon im Tutorial lernt. Ich werde beim nächsten Video irgendwas Sinnvolles machen. Vielleicht machen wir das Thema Gold. Mal schauen. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen schönen Tag. Macht's gut.